So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar Quantum Break. So, dann starten wir hier gleich mal mit A. Zack, A gestartet. So, Spiel ist heute erschienen, am 5.4. Und wir starten gleich ein neues Spiel. Leicht, normal, schwer. Noch keine 3D-Shooter mehr, Wert auf... Was? Noch keine 3D-Shooter gespielt? Legst du mehr Wert auf die Story als auf das Spielerlebnis? Normal. Wir gehen auf normal. Riverport University Experiment Akt 1 Teil 1. Die Zeit ist Todesursache Nummer 1. Sie kriegt uns alle. Was Sie wissen müssen ist, die Zeit ist zerbrochen. Ein wachsender Riss führt zum Ende der Zeit. Und wir suchten was, um es in Ordnung zu bringen. Aber es ging schief. Paul Serene konnte uns aufhalten. Er hat Superkräfte. Jack? Wie ich auch. Wir versagten. Jack. Und natürlich gab es Zeitreisen. Jack. War das jetzt zu schnell? Okay. Was besprechen wir als erstes? Sagen Sie es mir. Nochmal von Anfang an. Als Sie zum ersten Mal zur Riverport-Universität kamen, ich kam nach Hause, um meinen Freund Paul Serene zu sehen. Er wollte mir zeigen, woran er gearbeitet hatte. Mein Bruder Will war Wissenschaftler. Er war auch beteiligt. Paul meinte, es würde die Welt verändern. Er hatte recht. Wow. Hey, Mann! Pass auf, wo du hinfährst! Fick dich! Verschwinde von der Straße! Schlampe. Die Riverport-Universität. Wir sind da. Hey. Danke, Kumpel. Kein Problem. Sie waren 6 Jahre weg. Paul und ich waren in Kontakt geblieben, aber mit Will nicht wirklich. Vieles hat sich verändert. Wie hat sich das für Sie angefühlt? Ich war glücklich, Paul wiederzusehen. So, und ab hier spielen wir dann alleine. Harte Nacht gehabt? Ach, ist doch jetzt auch alles völlig scheißegal. Ja. Na dann. Ich sollte zu Paul gehen. Okay, wir sollten zu Paul gehen, aber... Na okay, wir kommen hier wahrscheinlich eh nirgends weiter. Und hier wird zwar wohl auch nichts geben. Ah doch, da steht noch jemand. Dann reden wir doch gerade mal mit dem hier. Guten Morgen. Hallöchen. Na gut. Ich bezweifle, dass er hier draußen ist. Ich gehe besser auf den Campus. Gut, dann machen wir uns auf den Weg zum Campus. Hier? Paul, Jack. Ich bin gerade auf dem Campus angekommen. Wo steckst du? Wie schön, deine Stimme zu hören. Wenn du den Innenhof erreichst, dann schau nach rechts. Dort siehst du das schicke Physiklabor, in dem die Lichter an sind. Ich treffe dich dort drin. Ich freue mich so. Du hast mir immer noch nicht gesagt, worum es hier geht. Ich weiß. Bis gleich. Warum um 4 Uhr nachts? Warum nicht bis zum Morgen warten? Paul war schon immer etwas dramatisch.
Okay, hier könnt ihr dann Pause machen und es dann lesen. Okay, Innenhof und dann rechts, meinte er. Das wäre drüben. Hallöchen. Hey, wo geht es hier zum Physiklabor? Sie meinen die riesige Metallschildkröte hinter mir? Komm zu verfehlen, Mann. Danke. Okay, Metallschildkröte also. Alles klar, dann gehen wir doch da mal hin. Komm ich da jetzt am blödesten hin? Hier rüber und dann rechts. Es ist niemand mehr da, den du überzeugen kannst. Paul war schon immer erfolgshungrig. Vom Erfolg getrieben. Er hat es auf eine ganze Reihe dieser junge Unternehmer des Jahreslisten geschafft. Und jetzt koordinierte er ein riesiges Projekt an der Universität. Für ihn war das eine große Sache. Meyer Physics Research Center. Haupteingang. Gut, mal gucken, ob wir reinkommen. Eine ziemlich lange Reise, nur um ein Forschungsprojekt zu sehen. Zwischen den Zeilen las ich, dass Paul unter sehr viel Druck stand. Er brauchte einen Freund. Ich wollte ihm helfen, so gut ich konnte. Gibt's ja gar nicht. Jack Joyce. Höchstpersönlich. Der hochverehrte Mr. Paul Sereen. Wie geht's, reicher Mann? Halt die Klappe und komm her. Willkommen zu Hause. 6 Jahre. Ich dachte schon, du kehrst nie zurück. Ja, ich auch. Komm mit. Da lang. Wir gehen nach oben ins Labor. Wie war der Flug? Gut, geh du vor. Erste Klasse, danke. Ein deutliches Upgrade seit unserem Roadtrip nach Utah. Ich vermisse diese Zeiten. Ich schätze, dass Will nicht zu uns stoßen wird. Er weiß nicht, dass wir hier sind. Ich wusste, dass Paul Will um Hilfe bei seinem Projekt gebeten hatte. Will war die einzige Familie, die ich hatte, aber er war schwierig. Du verschweigst mir doch etwas. Geht es um meinen Bruder? Du machst dir immer noch Sorgen, hä? Wenn Will etwas falsch gemacht hat, dann... Jack, ich hatte einen Grund, mich bedeckt zu halten. Das Projekt, an dem wir arbeiten, es wird die ganze Welt verändern. Ach, warum habe ich das Gefühl, dass ich es gleich mit einer deiner langen Präsentationen zu tun bekomme? Wie käme ich denn dazu? Oh, sieh mal, eine perfekt platzierte Präsentation zu unserem Projekt. Wer hat die da wohl hingelegt? Schockierend. Okay. Spaß beiseite. Zum Labor geht's da lang. Komm. Die Stadt hatte sich verändert. Paul hatte sich verändert. Es fühlte sich nicht richtig an, zurück zu sein. Es ist immerhin Ihre Heimatstadt. Haben Sie in den 6 Jahren nie das Verlangen verspürt, zurückzukehren? Das Verlangen, vorzubleiben, war größer. Ich will deine Präsentation sehen. Ich weiß, dass du sowas liebst. Komm schon, Mann. Überrasch mich. Na gut. Wenn du darauf bestehst, Fortschritt. Das ist es, was unsere Spezies antreibt. Im Lauf der Geschichte haben wir lebensgefährliche Krankheiten besiegt und den Planeten erforscht. Oh gut, der Marketingmodus ist an. Unterbrich mich nicht. Aber es gibt etwas, das verhindert, dass wir wahren Fortschritt machen. Die Zeit selbst. Ich bin kein Wissenschaftler, aber man hat es mir folgendermaßen erklärt. Ein rotierendes schwarzes Loch ist theoretisch in der Lage, die Raumzeit zu krümmen, wodurch es potenziell möglich wird, durch Raum und Zeit zu reisen. Vor vielen Jahren stellte William Joyce, dein Bruder, die Theorie der Existenz von Kronon-Partikeln auf. Diese Partikel sind jetzt unter dem Namen Meyer-Joyce-Partikel bekannt. Sie erzeugen ein allumfassendes Feld, das konstante und gleichbleibende Fortlaufen der Zeit ermöglicht. Hier beim Projekt Promenade haben wir diese beiden Theorien zusammengeführt, um eine Möglichkeit zu finden, dieses Feld zu manipulieren. Mit erstaunlichen Ergebnissen. Das ist noch nicht alles, sollte aber als Einführung reichen. Das war's schon. Okay, los geht's. Es geht also um Quantenphysik. Paul, du weißt, dass mein Bruder sich viele Jahre in diesem Thema vergraben hat. Hast du Will deswegen als Berater hinzugezogen? Als Dr. Kim verstarb, war dein Bruder die logische Wahl als Ersatz. Dränge mich einfach mal vor.
Willkommen zum Projekt Promenade. Ach du Scheiße. Ihr müsst eine Menge Kohle zur Verfügung haben. Was ist das hier alles? Die Zukunft, Jack. Vor dir siehst du die größte Entdeckung unserer Zeit. Sehr beeindruckend, aber Will ist der Wissenschaftler. Wozu brauchst du mich? Es gibt einen Grund, warum wir das hier um 4 Uhr morgens machen. Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann. Du musst mir helfen, Will zu überzeugen. Ja, hatte ich mir schon gedacht. Als dein Bruder das Ausmaß unserer Anstrengungen erkannte, da... Nun ja, du kennst ja Will. Ja. Warte, ich muss was von meinem Schreibtisch holen. Will hat überreagiert. Er hat die Investoren vergrault, indem er behauptete, es gebe Rechenfehler, große Risiken. Alles ohne jeglichen Beweis. Es funktioniert, aber sie werden uns die Mittel kürzen, wenn ich es nicht beweisen kann. Du hast mich immer in so etwas hineingezogen. Ich? Ich hab dich hineingezogen? Ich sage nur ein Wort, Utah. Ha, okay, touché. Und was ich so höre, hast du in den letzten Jahren auch ohne mich genug Ärger am Hals gehabt. Nun, ganz offensichtlich ist das eine meiner Stärken. Jack, du weißt, dass es mir schwerfällt, um Hilfe zu bitten. Ich stecke wirklich in der Klemme. Du musst verstehen, dass die Tests, die ich hier durchführe, nicht so ganz legal sind. Du bist der Einzige, dem ich vertrauen kann. Was Will auch getan hat, ich will es wieder in Ordnung bringen. Ich habe meinen älteren Bruder geliebt, aber er hat es mir nicht leicht gemacht. Im Wesentlichen ist alles schon vorbereitet, aber du bist derjenige, mit dem ich das machen will. Jack, ich danke dir. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Da wurden aber viele Nachrichten hin und her geschrieben. Führt diese Luftschleuse hin? Du solltest lieber fragen, in welche Zeit sie führt. Wie tiefgründig. Also, was ist das hier? Korridorschemata. Wenn man sich im Uhrzeigersinn bewegt, reist man in der Zeit vorwärts. Gegen den Uhrzeigersinn rückwärts. Oh, das ist so, als hättest du eine Uhr erfunden. Richtig. Jahre vor unserer Zeit. Du musst den Hebel dort drüben betätigen, an dem Kononleitung steht. Dadurch wird der Kern aktiviert. Ich werde eine Diagnose durchführen und dafür sorgen, dass er stabil bleibt. Da wird nur die Kononleitung initiiert. Sicher, dass das so richtig ist? Die Messung ist stabil. Was war das? Der Kern repliziert die Auswirkungen eines mikroschwarzen Lochs. Ihn zu aktivieren kann also ein wenig heikel sein. Ein schwarzes Loch? Was genau testen wir hier? Das wirst du gleich sehen, hier entlang. Wir müssen den Korridor anheben. Wie in alten Zeiten, was? Ein bisschen illegal und ein Stück weit unverantwortlich. Ich hatte früher schon so einiges mit Paul getrieben. Aber das hier war etwas anderes. Allerdings wusste ich immer noch nicht, wie schwerwiegend und weitreichend die Konsequenzen sein würden. Wie konnte ich auch?
Aber ich kannte Paul. Er spielte den Coolen, aber ich sah, dass er nervös war. Es ist soweit. Wir machen es wirklich, Jack. Das wird der Wahnsinn. Naja. Wird sich zeigen. Hier, nimm diesen Schlüssel. Du brauchst ihn, um den Korridor zu aktivieren. Oder liest dir stattdessen einfach meine privaten E-Mails durch. Eilt ja nicht. Für die Aktivierung müssen wir beide Schlüssel gleichzeitig umdrehen. Reine Sicherheitsmaßnahme. Bereit? Wie bei einer Atombombe. Warte, wir aktivieren doch keine Atombombe, oder? Finden wir es raus. 3, 2, 1. Verdammt, Paul. Was ist das? Der Korridor. Der Passagier tritt am einen Ende ein, folgt der Schleife, tritt am anderen Ende wieder aus. Und erscheint zum festgelegten Zeitpunkt dort, wo die Maschine genau dann physisch steht. Passagier? Warte mal, dieser Korridor ist für... Du hast tatsächlich vor, in das Ding zu steigen? In die Maschine? Durch die Zeit? Das ist eine verdammte Zeitmaschine. Ich werde der Erste sein, Jack. Mit dir als Zeugen. Das ist verrückt, Paul. Das kann ja wohl nicht sicher sein. Was ist, wenn... Unser Team hat in der Testphase bereits bewiesen, dass es funktioniert. Sie ist bereit. Wir haben jeden einzelnen Test bestanden, jede einzelne Inspektion. Wir sind dabei, Geschichte zu schreiben, Jack. Du musst einfach nur diesen Schalter umlegen. Zwei Minuten in die Vergangenheit. Merk dir diesen Moment. Paul, was? Wie? Keine Sorge. Alles okay, bleib ruhig, Jack. Bleib ruhig? Jetzt gibt es dich zweimal. Du hast dich verdammt nochmal vervielfacht. Das hier ist genau das, was passieren sollte. Er ist eine Zukunftsversion von mir aus... 2 Minuten in die Zukunft. Ein böses Zukunfts-Ich. Geschafft! Einfach unglaublich. Ich meine, was das für uns bedeutet. Wir könnten die Menschen vor Unheil warnen. Unheil warnen, Krankheiten heilen, muss ich sich ausbreiten. Die Unterhaltung hatte ich gerade. Hört sich beim zweiten Mal immer noch gut an. Meine Güte. Jetzt geh du in die Maschine. Du musst den Kreis schließen. Ja. Natürlich. Warte, Paul, was tust du? Es ist alles eine Schleife, Jack. Ich muss in die Maschine und zu dem Moment zurückreisen, an dem ich die Maschine verlassen habe, um hier zu sein. Und wenn du das nicht tust? Es gibt kein Was, wenn. Ich bin hier, es ist schon geschehen. Du hast es gesehen, Jack. Wir haben es geschafft. Nein, das ist unmöglich. Das ist einfach unmöglich. Ich kann gar nicht... Wir können jetzt nicht aufhören. Wir müssen die andere Richtung testen. Stell die Maschine auf 5 Minuten in die Zukunft ein. So. Und was dabei rauskommt, wenn wir es in die Zukunft einstellen, erfahren wir in der nächsten Folge. Also schaut wieder rein, wenn es heißt, ab in die Zukunft. Bis dann und tschüss. Nicht recht.